Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer. Und zwar The Last Campfire, das letzte Lagerfeuer. Es geht darum, dass wir diesem kleinen Wesen, man sieht es oben schon im Logo, ich sage euch, es ist mega süß, ihr werdet es gleich sehen, dabei helfen müssen, nach Hause zu finden. Viel Spaß bei diesem Abenteuer! Ist das süß? Wie so eine kleine Socke. Oder Kissen. Wie so ein kleines Kissen. Oh, das sieht aber hübsch aus. Ich wusste, dass dieses Spiel so unglaublich gut aussieht. Lass dich nicht ablenken! Oh nein! Oh, jetzt schwimmt er vorbei! Oh, kannst du nicht schwimmen? Oh nein! Oh Mann, und sie achten gar nicht auf uns. Wie unfair, voll gemein. Oh nein, die Tür geht zu. Was passiert denn jetzt? There is a place where the lost embers go. Es gibt einen Ort, zu dem die verlorenen Gluten gehen. As the light begins to fade. Wenn ihr Licht langsam schwindet. Okay. Oh. Sind wir das etwa? Oh, Tatsache! Ach, guckt mal, wie süß die kleinen Geister. Guckt mal. Oh mein Gott, sehen wir nicht mega süß aus? Wir sind so ein kleines Kissen. Amber ran, because standing still made them feel helpless. Ich hoffe, der Text ist nicht so schnell und verschwindet auch nicht immer so schnell. Ich meine, oh, sind wir süß. The wall glistened. Die Wand schimmerte. So eine alte Zivilisation. Alles untergegangen schon wieder. The painting showed embers on a sacred journey. Das Gemälde zeigte Gluten auf einer heiligen Reise. Wir sind Gluten. Wir sind eine Glut. Wir sind eine verlorene Glut sozusagen. Kann ich mir da noch mehr angucken? Oder. Aha. The painting showed embers on a sacred journey. Wir haben eine. Wir sind auf einer heiligen Reise. Oh Gott, da ist auch ein Verlorener. Ist der schon tot? Amber felt so afraid and alone. Oh nein, er war wirklich. Oh, oh Mann. Amber hatte furchtbare Angst und war alleine.
Die kleine Glut hier ist auch schon tot. But it was a relief to find someone to talk to. Es war eine Erleichterung, jemanden zum Reden zu finden. Oh oh. Amber froze, almost too frightened to look away. Amber erstarrte und war fast zu ängstlich, um wegzuschauen. And I noticed a small satchel. Als es einen kleinen Beutel bemerkte. Ich finde die englische Synchro mega schön. Mega schön. Oh, er bedankt sich. Wir bedanken uns. Ich habe Beutel des Fremden. Ja. The satchel felt heavy. Amber looked inside. Der Beutel war schwer. Amber schaute hinein. The statue shone brightly in the light. Die Statue glänzte hell im Licht. Oh, guck dir mal, wie süß die Tasche bewegt sich, wackelt auch so, wenn wir so laufen. Kann ich eigentlich springen oder so? Ach. So gucke ich in das kleine Inventar. Och, wie süß. Okay. There was a symbol on the floor. Es befand sich ein Symbol auf dem Boden. Okay, kann ich drauf treten? Mhm. There was a symbol on the floor. Ja. Ich gehe nochmal nach oben und gucke. Amber noticed something wrong. Amber merkte, dass etwas nicht stimmte. Wir sind Amber. Oh, ich kann's drehen. Okay. Dann drehen wir das. Oh, okay. Und das Feuer ist entfacht. Oh, da ist ein Loch jetzt. Aha. Es geht wahrscheinlich darum, die Tür zu öffnen. There was a round space where something used to fit. Es gab einen runden Bereich, in dem etwas eingepasst werden konnte. Ob es unsere kleine Statue ist? Auswählen. To Amber's delight, the golden statue slid perfectly into place. Zu Embers Freude glitt die Goldstatue perfekt in ihren Spot. Ich konnte es nicht lesen, tut mir leid. Ich soll was gedrückt halten, okay? Um es bewegen zu können. Ah, okay. Dann kommt mal mit hier. Jetzt kann ich das nach oben schieben. Das ist ja süß. Oh, wie süß. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich hoffe, die Rätsel sind nicht allzu schwer in Zukunft. Nicht, dass ich irgendwo hängen bleibe. Die Tür geht auf. Oh mein Gott, ich finde dieses Spiel so bezaubernd. Oh, oh. Das ist so Amber schön left, gemacht. Feeling sorry for the stranger, now alone in the dark. Oh, Amber ging und es tat ihm leid, dass der Fremde nun alleine im Dunkeln war. Warum ist er denn nicht weitergegangen? Hat er das Rätsel nicht verstanden? Es gibt also verlorene Embers, also verlorene Gluten, könnte man sagen. Die Stairway opened into a dark forest. Die Treppe führte in einen finsteren Wald. Taking over. Amber konnte spüren, wie die Angst überhand nahm. Sie wurde ganz alleine angespült an einem sehr unbekannten Ort. Jetzt ist die Frage, soll ich das vorlesen oder soll ich euch lesen lassen und die Stimme sprechen lassen im Englischen? Das ist hier die Frage. Könnt ihr mir gerne sagen, was euch besser gefällt? Manchmal überschneidet sich nämlich das, was sie sagt, mit dem, was ich sage und das finde ich nicht so gut. Aber vielleicht stört es auch überhaupt nicht. Sagt gerne mal Bescheid. Ansonsten mache ich einfach so weiter wie bis jetzt. Oh, ich kann springen. Amber felt like they were being watched. Sie hat das Gefühl, beobachtet zu werden? Okay. Warum auch nicht? Sie können doch leben, Wesen. Wesen leben. Oh, eine Flamme. Gott, der Busch bewegt sich. Als Amber sich näherte, schien die Flamme zu rufen. Ja, ich hol dich raus. Irgendjemand hat sie eingesperrt, oder nicht? Oh, okay. Das führende Licht. Das ist ein bisschen schnell, Leute. Ich kann das nicht immer lesen. Irgendwas mit Zweck oder so. With a feeling like falling, the forest had slipped away. Amber felt lost in darkness and ruin. Er fühlte sich einsam. Oh, hier kann man rauf. Okay, okay. Lass mal sehen, was man hier machen kann. Nur rauf und klettern. Okay, okay. Wahrscheinlich müssen wir da irgendwie die Plattform so... Mhm.
runterfahren. Da oben ist auch noch irgendwas. Ich benutze das einmal kurz. Mhm. Ah, ich kann es mitnehmen. Aha. Okay, los, rauf da. Zack. Dann können wir erstmal die eine Treppe hochlaufen. Ich guck noch mal ganz kurz, was hier oben ist. Nichts. Okay, ich dachte, dieses Goldene könnte ein Knopf sein. Ein Button. So, okay, dann gehen wir erstmal zur Flamme. Ich wette, wir müssen sie befreien. The caged flame stoked new hope in Ember. Oh, die Flamme im Käfig weckte neue Hoffnung in Ember. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht ist das eine Seele, vielleicht ist es jemand, das so einer wie wir sind. Okay, jetzt habe ich das hochgezogen. Was ist das? Ah, daran kann ich runterklettern. Okay, machen wir das doch. Dann nehme ich jetzt wieder das hier, weil das brauchen wir nicht mehr und dann packe ich es wieder hier rauf. Okay, jetzt können wir hier rauf. Nee, können wir nicht, oder? Nee, das ist im Weg. Da oben sind die Steinklötze im Weg. Einfach wieder hier. Und dann... Okay. Ich dachte gerade, es bewegt sich komisch. Und runter damit! Hope was almost within reach. Hoffnung war fast schon in Reichweite. Na, ich bin mal gespannt, was jetzt geschieht. Die Flamme könnte eine Seele sein, oder? Ich meine, eine Glut, so wie wir es sind. Eine Ember. The flame spoke and Ember listened. Die Flamme sprach und Ember hörte zu. Aha, wir sind also immer noch... Oh, wir sind immer noch hier? So eine kleine Flamme jetzt. Okay, so klein ist sie jetzt auch nicht mehr. Was hat sie vor? Sie öffnet uns einen Weg. Warum bewegt sich das hier? Ach so, da kann ich ja auch reinlaufen. Mhm. Gut, folgen wir der Flamme. Durch dieses Tor. Ah, die Flamme ist hier. Sie wartet auf uns. Halte Kreis gedrückt, um zu sprinten. Ja, kann ich da so raufspringen? Was ist trying to escape? Versuchte sie zu entkommen? Warte auf uns, liebe Flamme! Oder den Weg zu weisen. Ich glaube, sie weiß den Weg. Ach, guck mal, da sind die kleinen Geisterchen wieder, die kleinen Süßen. Ich finde die so putzig. Ich wusste es! Oh, hallo! Warum war er denn eingesperrt? Campfire flickered into life. Das Lagerfeuer erwachte, flackernd zum Leben. Wow, oh wow. The ghost spoke. Hope has returned to a forlorn. Der Geist sprach, die Hoffnung ist zu einem Verloren zurückgekehrt. Wow. I will warm them until they choose to move on. Es wird hier sicher sein, ich werde es wärmen. Ember looked to the ghost for answers. Ember blickte den Geist an, auf der Suche nach Antworten. Wo bin ich? This is a place between places. Das ist ein Ort zwischen den Orten. To travel through as your light fades. Um hindurchzureisen, während das eigene Licht schwindet. But none have passed on in a long time. Es ist jedoch schon lange keiner mehr hindurchgegangen. Die nehmen alle den anderen Weg, glaube ich. The Forest King now holds us here. Oh, der Waldkönig hält uns hier fest. And those who linger will turn forlorn. Und diejenigen, die zu lange verweilen, werden einsam und verlassen. Und dann zu Stein wieder, ein kleiner da hinten links. Again that word, forlorn. Nochmal dieser Begriff, forlorn. Forlorn? Wer bist du? The forlorn are those who lost their way along the path. Oh, die Verloren sind diejenigen, die auf ihrem Weg die Hoffnung verloren haben. If you find them, send them to me and I will guide them. Das mache ich. Wenn du sie findest, schick sie zu mir und ich werde sie führen. Wer bist du?
I am just a guide along the way to fan the flame. Ich bin nur ein Führer auf dem Weg, um die Flamme zu schüren. So many lost embers have I seen. Ich habe so viele verlorene Gluten gesehen, viele mehr, als ich helfen konnte. Ember thought of those they loved, those they'd left behind. Ember dachte an jene, die er liebte, an jene, die er zurückgelassen hatte. Ach so! Oh Gott, ich kann... Ah, das habe ich eben nicht verstanden. Ich kann es auswählen. Ich möchte weitermachen. Ich möchte anderen helfen. Ich möchte anderen helfen. There were others lost along their journey. Es gibt noch andere, die sich auf ihrer Reise verirrt haben. Find them and I will guide them. Finde sie und ich werde sie führen. Ach so. Hilf mir, ja. Ich meine, das reicht ja schon an Hilfe. Ich möchte weitermachen. The Forest King watches the doors. Der Waldkönig beobachtet die Türen. Das war das wahrscheinlich, was wir am Anfang gespürt haben, dass sie beobachtet werden. The campfire will light the way. Das Lagerfeuer wird den Weg erleuchten. Find those who are lost. Bring embers to the Finde fire. Finde jene, die verloren sind und führe Gluten zum Feuer. Auf Wiedersehen. Travel wisely. Return if you have lost your way. Kehre zurück, falls du dich verlaufen hast. Okay, wir können also hierhin zurückkehren. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Alles klar. Dieser große Weise hat uns nun geholfen. Ja, das war's dann erstmal mit der ersten Episode. Wir werden in der nächsten Folge erfahren, was passiert, wenn diese Tür sich öffnet. Beziehungsweise eventuell kann es sein, dass wir noch weitere Rätsel lösen müssen, um diese Tür öffnen zu können, weil der Waldkönig das ja beobachtet. Wir finden ganz sicher noch viele andere Freunde. Hier sind noch ganz viele Plätze, die belegt werden können. Und ich freue mich sehr darauf, sie kennenzulernen, um zu erfahren, wo uns dieses Abenteuer noch hinbringen wird. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch unserem kleinen Ember etwas Liebe in Form eines Likes da. Und ich würde mich sehr freuen, falls ihr in Zukunft auch dabei wärt, um noch viele weitere Abenteuer mit mir zu erleben. Aber das Allerwichtigste, immer positiv bleiben, denn das nächste Abenteuer wartet schon auf euch. Tschüssi!